Fuji X100T Unboxing. Und für diejenigen, die kein Unboxing mögen, einfach wieder gehen und nicht den Daumen nach unten drücken, weil es gibt ein Unboxing. Für Test, Review und so weiter gibt es dann die Tage eigene Blogbeiträge, YouTubes, Facebooks, Google Pluses und so weiter. Okay? Also, das ist die X100T gerade abgeholt von der Post. Und ich bin sehr gespannt, weil ich hatte ja letztes Jahr die X100S, die mir sehr viel Freude gemacht hat, aber wo ich nicht richtig happy war mit dem Autofokus. Ich bin ja da so ein richtig pingeliger Autofokus, bin ich ja echt. Ich bin ja sonst sehr gutmütig, aber Autofokus kann ich echt fies sein. Und ich erwarte nicht wirklich, dass er hier besser ist, aber ich habe die das ganze Jahr vermisst. Ich benutze sie gar nicht viel, ich werde auch die nicht viel benutzen, aber die ist einfach so schön und so speziell. Deswegen freue ich mich drauf. Ich habe ganz lange mit mir gerungen, ob ich sie kaufen soll, jetzt habe ich sie einfach gekauft. Dazu liegt hier schon ein Filter, dann ein etwas schöneres Schlaufe, dann mal sicherlich der Vorsatz hier, damit das ein bisschen alles geschützt ist und cooler aussieht vor allem. Das ist von JJC, irgendwie ein paar Euro, irgendwie 12 Euro plus 20 Euro Versand. Ich bin in der Schweiz. Und der kleine rote Knopf, weil das cooler aussieht. Also schauen wir mal rein hier. Ne? So, wollen wir mal schauen, was hier drin ist. Und zwar Handbuch. So, da ist das schöne Stück. Ich meine, es gibt überhaupt keinen Grund, dass die 35mm Kamera so groß sein soll und so weiter. Aber der ganz entscheidende Vorteil bei der, ich glaube, man hört das, ich halte es mal ans Mikrofon, ist die Blende. Und das finde ich total cool. Und das fand ich total cool hier dran. Und danach habe ich mir die X-E2 gekauft. Und da ist es total leichtgängig. Bei allen Fuji-Objektiven, die ich in der Hand habe, ist es total leichtgängig. Und es stört mich total. Wenn das hier, das verstellt man nicht aus Versehen. Es hat genau den richtigen Widerstand. Ist angenehm, ist präzise und neu, ja jetzt auch in Drittelschritten, also sehr, sehr fein einstellbar. Und man verstellt sich aus Versehen. Genauso die hier. Klein, dezent, gut bedienbar. Deutlich. Hört ihr das? So ein mechanisches Geräusch. Gefällt mir sehr gut. So, also rein optisch mal tipptopp. Gleich mal den Akku reinmachen. Und eine Speicherkarte. So, an. So, Englisch ist gut. Ah, shit, ach, das war ein Scheiß. Was mich wirklich aufregt bei Fuji, also richtig, richtig aufregt, richtig, richtig wild macht, ist, dass der OK-Knopf irgendwie andauernd falsch belegt ist. Gerade wenn ich hier das Q-Menü, mal gucken, wie ist das hier, Q-Menü, wenn ich jetzt Base umstellen will, erwarte man doch, ich drücke OK und kann nichts verstellen. Das kann ich nicht. Wenn ich OK drücke, bin ich wieder raus. Sondern ich muss es verstellen und kann dann hier mit dem Drehrad, kann ich dann einstellen, was ja nicht prinzipiell völlig verkehrt ist, wenn man sich daran gewöhnt hat. Weil alle anderen das aber anders machen, kann ich mich nicht richtig dran gewöhnen und fluch andauernd. Aber das bin jetzt vielleicht nur ich. Ich lasse mal alles, wie es ist. Es wird so schnell langweilig, aber schauen wir mal, was haben wir denn hier rumliegen. Nehmen wir mal irgendwas. So ein bisschen, bin ich auf dem Bild, ja. So ein bisschen hier, wie ist das? Oh. Blende 2.8. Auf 2 gehen, wenn schon, ja. Auf irgendwas scharf stellen muss ich ja hier schon. Ne? Machen wir das mal so. Und zwar ist das jetzt ISO 200, ist relativ hell hier, weil es doch irgendwie die Videolampe natürlich leuchtet. Sehr cool. Der Sound ist scheiße, oder? Ich halte es mal nicht dran. Aber die kann man umstellen. Also das muss ich umstellen, weil das ist ja irgendwie komisch, oder? Kann man sicherlich alles umstellen. Ich denke, ich mache mich mal ein bisschen vertraut mit der Kamera. So, bevor ich hier das Falsche erzähle. Und dann gibt es die Tage, mein Review. Und zwar haben wir morgen eine große Aktion. Und dafür wollte ich eine coole Kamera haben. Vielleicht als Tipp, es gibt, aber noch nicht verfügbar in der Schweiz jedenfalls, es gibt hier einen Zusatzgriff, der dann hier auch einen größeren Griff dran hat. Und angeblich kommt man trotzdem noch an die Batterieklappe ran. Weil die ist natürlich wieder doof gebaut bei Fuji. Das Ding auf regelmäßig auf dem Stativ. Man kommt nicht an die Karte ran, man kommt nicht an den Akku ran. Verstehe ich nicht. Fuji gilt ja als Filmer, die auf ihre Fans hört. Auf mich hören sie leider nicht, sonst wäre das Ding nicht da, sondern hier. Ja? Oder zumindest mal die SD-Karte auf der Seite. Das wäre mal das Minimum. Hm? Da aber beides da unten ist, fluche ich ständig. So, Single Autofocus ist gut. Speziell ist ja hier auch noch dieser Sucher. Ich gucke mir den mal an.
Jetzt habe ich einen elektronischen Sucher, jetzt habe ich Glas, was grundsätzlich cool ist. Es ist wieder so, dass ich, wenn ich durch den Sucher gucke, sehe ich hier quasi auch noch das Objektiv, so halb drin im Bild. Hin auf dem Display natürlich nicht, aber durch den Sucher ja. Was ein bisschen, man gewöhnt sich dran, man ignoriert das nachher, aber ich sehe einfach einen Teil des Bildes nicht. Ja. So wieder diese Kleinigkeiten. Wahrscheinlich hat man das irgendwie einen Millimeter verschieben müssen und das war mal wieder zu teuer. Ihr seht, ich bin ein kritischer Mensch. So, was ich im Moment nicht sehe, ist dieser spezielle, wie geht denn das wohl? Ah, da. Dieser spezielle Modus. Jetzt habe ich nämlich Glas und trotzdem, ah, das ist cool. Stimme scharf. Okay, keine Ahnung, wie ich euch das zeigen kann. Ich habe quasi, wenn ich hier durchgucke, Glas, dann habe ich hier auf der Ecke, die kann ich nicht sehen, weil das Objektiv davor ist. Da kann ich aber einblenden den elektronischen Sucher quasi. Dann habe ich quasi das ganze Bild nochmal in elektronisch. Das kann natürlich schon noch nice sein, wenn ich zum Beispiel schwierige Lichtsituationen habe und nicht recht weiß, wie das aussieht. Das ist ja bei Glas der Nachteil. Dann habe ich trotzdem volle Visualität quasi durch das Glas, sehe aber eben das digitale Bild auch. Ich habe beides, ich habe beide Welten. Der ist natürlich sehr klein, aber das Auge ist ja faszinierend und das geht recht gut. Ich kann sogar hier wirklich irgendwie Texte lesen und alles Mögliche. So, eine kritische Frage habe ich noch, weil ich bin. Autofokus. Ich habe die X100S verkauft, weil mir der Autofokus einfach so ein Tick zu langsam war. Ich habe auch die XE2 verkauft, weil mein Autofokus ein Tick zu langsam war. Und jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe noch kein Firmware-Update geguckt und gar nichts, aber alles, was ich bislang sehe, ist sehr präzise. Mal gucken, wie ist das so ein bisschen auf Entfernung hier. Wieder näher ran. Also es wirkt zumindest mal zügig. Jetzt muss ich sagen, Film tut neu, die Panasonic, wie heißt die, ZF-1000. Das ist eine Rakete, das ist so eine richtige Rakete. Jetzt bin ich gerade den ganzen Tag damit unterwegs gewesen, verwöhnt. Und dagegen ist das natürlich eine Schnecke. Ne? Nichtsdestotrotz ist das jetzt Jammern auf sehr hohem Niveau. Also es wirkt auf den ersten Eindruck mal sehr präzise. Wirklich sehr präzise und ja, jetzt nicht riesig schnell, aber okay ist. Ja? Also ausreichend schnell wahrscheinlich bin ich wieder der Einzige, der jammert. Und deswegen, weil ich verwöhnt, ich bin wirklich verwöhnt. Ne? Also selbst der Wechsel quasi von jetzt hier dem Aufnahmegerät zum Monitor, das sind 20 Zentimeter, selbst der dauert. Und bei der Panasonic, da kann ich irgendwie von Meter auf einen Kilometer stellen, auf unendlich stellen und das ist sofort da. Also keine spürbare Wartezeit. Und hier habe ich halt auf Kurzentfernung immer eine Wartezeit. Eine kurze Millisekunde, also Sekundenbruchteil, aber es stört mich. Aber ich war darauf vorbereitet und deswegen kann ich damit umgehen. Also, ich freue mich trotzdem. Ich habe wirklich Freude dran. Ich werde damit jetzt ein bisschen experimentieren, damit ich sie morgen Abend auch bedienen kann. Weil morgen Abend steigt die Fotografenparty. Das wird cool. Ja? Freut euch drauf. Also, ich höre mal auf zu labern. Hier ist es jetzt langweilig. Ihr seht, ich habe Freude. Wenn die jetzt auch noch scharf sind, die ich hier so reingestellt habe, dann kann ich mich da, glaube ich, sehr schnell dran gewöhnen. Habe ich schon gesagt, der Griff ist schade, dass da kein richtiger Griff ist. Man muss dieses Zusatzding dazu kaufen fast, weil der einfach nicht richtig hält. Aber ja, das sind so die Kleinigkeiten. Also, ich hoffe. Tschüss.